Stell dir vor, du wärst die Mutter von Laura und Leis und lebst mit deinen Kindern in einem dunklen, feuchten und schimmligen Verschlag in einer Favela in Rio. Deine Zwillinge leiden immer wieder an schweren Lungenentzündungen. Wieder und wieder musst du sie ins Krankenhaus bringen. Es wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Stell dir vor, du erhältst die Chance auf ein neues Leben. Die Ärztin Vera Cordero behandelt deine Kinder und deine Armut. 2 Jahre lang bekommst du psychologische und medizinische Hilfe und die Gelegenheit, einen Beruf zu erlernen. Deine Wohnung wird saniert und du verdienst zu Hause im eigenen Friseursalon dein Geld und kannst für Laura und Leis immer da sein, wenn sie dich brauchen. Stell dir vor, du wärst Christiane. Você vai picar os outros, você não tem coração.